Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Der Donnerschlag aus Karlsruhe hallt nach. Und er wirkt vielleicht sogar erst richtig heute, als der Berliner Politik klar wird, so wie das Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung ein Milliardenloch in ihren Haushalt reißt, das ist nicht nur eine Finanzfrage, das ist eine politische und auch eine ganz grundsätzliche für dieses Land. Und sie könnte diese Koalition erheblich ins Wanken bringen. Denn nach dem Urteil gibt es eine Menge politischer Verlierer in der Regierung. Ich rede gleich mit dem Oppositionschef. Erst die Frage, wie geht's jetzt weiter? Frank Buchwald und der Tag danach. Berlin wie gelähmt. Es geht um den Haushalt fürs nächste Jahr. Alles kein Problem, sagt die Koalition. Das Urteil betreffe ja nur den Klimafonds. Viele aber ahnen, seit gestern gelten neue Regeln. Zur gleichen Zeit im Plenarsaal, Aktuelle Stunde auf Antrag der Union, solo für den Oppositionsführer. Sie kommen jetzt nicht mehr umhin zu akzeptieren, dass Sie die Prioritäten Ihres Haushaltes, unseres Haushaltes, der Bundesrepublik Deutschland, neu ordnen müssen. Fangen Sie damit so früh wie möglich an. Die SPD aber kontert sofort. Das ist jetzt die Stunde der Besserwisser und neunmal klugen und neunmal klugen. Jetzt regiert der Rotstift. Wo aber wird gespart? Längst toben die Verteilungskämpfe. Eins ist meiner Fraktion, eins ist der Ampel völlig klar. Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt dürfen nicht die Verlierer sein. Es gehe um die Zukunft der Wirtschaft, sagen die Grünen, um Subventionen etwa für die Stahlindustrie im Ruhrgebiet. 2 Milliarden Euro für die Förderung von ThyssenKrupp, um dem Unternehmen zu ermöglichen, künftig klimaneutralen Stahl zu produzieren. Zu Recht, völlig zu Recht, hat der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst, damals diese einzigartige Chance, Jobs für die Zukunft zu sichern, gefeiert. Woher aber soll das Geld nun kommen? Keine höheren Steuern, sagt der Minister, und keine neuen Schulden. Wir werden mit weniger Geld wirksamere Politik machen müssen als im vergangenen Jahrzehnt. Sie wollten, Herr Finanzminister, den Transformation, den Klima- und Transformationsfonds als Allzweckwaffe, als Steinbruch einsetzen. Er ist zum Rohrkrepierer geworden. Das ist doch die Wahrheit hier. Solche Rohrkrepierer jedoch könnten durchaus auch anderen drohen, rechnet die FDP vor. Die unionsgeführte Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat gleich nach ihrem Regierungswechsel ein Ukraine-Sondervermögen milliardenschwer aufgelegt. Und sie finanziert daraus jetzt per Übertragung unter anderem Förderung der Energieeffizienz in Krankenhäusern. Die Opposition ganz rechts und ganz links will immer schon gewusst haben, dass die Regierung falsch rechne. Kanzler und Kabinett regierten mit ungedeckten Schecks. Milliarden für Intel zugesagt. Was passiert denn jetzt mit den Milliarden für Intel? Gibt's die? Die Investitionen in die Bahn, passieren die jetzt? Wir fordern eine Neuaufsetzung eines Haushaltsprozesses 24 unter Anrechnung der Kredite der Sondervermögen auf die Schuldenbremse. Davon jedoch wollen Sie im Haushaltsausschuss bisher nichts wissen. Sie beraten noch immer, rechnen hin und her, gerade so, als sei nichts geschehen. Woher aber die 60 Milliarden kommen sollen, die jetzt fehlen, weiß keiner so genau. Gerade haben wir ihn im Bundestag gesehen, jetzt ist er live bei uns, der Oppositionsführer Friedrich Merz. Seine CDU-CSU-Fraktion hatte ja in Karlsruhe geklagt. Guten Abend, Herr Merz. Guten Abend, Herr Sievers. Fühlen Sie sich als Sieger? Naja, also für Triumph ist das kein Urteil, sondern das ist ein Urteil, das uns alle betrifft. Das gilt ja auch nicht nur für diese Wahlperiode, das wird wahrscheinlich auch für viele Bundesländer gelten. Aber das diszipliniert jetzt den Haushaltsgesetzgeber und deswegen werden wir über vieles neu reden müssen. Gehen wir es vielleicht mal durch. Industrie und Handwerk sehen zum Teil jetzt mit Schrecken, was das Bundesverfassungsgericht Ihnen da eingebrockt hat, was die Unionsfraktion letztlich Ihnen eingebrockt hat. Wenn die Finanznot jetzt die Politik lähmt und diese dringende Transformation, die das Land ja braucht, verhindert, könnte es dann am Ende auch nur Verlierer geben? Sie, was eingebrockt hat uns das weder das Bundesverfassungsgericht noch die Opposition. Eingebrockt hat sich das diese Regierung selbst, die gegen alle Ratschläge
im letzten Jahr einen Nachtragshaushalt für das vorletzte Jahr beschlossen hat und Schulden übertragen hat, die für Corona vorgesehen waren und die jetzt in diesen Klima- und Transformationsfonds gesteckt werden sollten. Das ist verfassungswidrig, das ist nichtig, also von Anfang an unwirksam. Und daraus muss die Bundesregierung jetzt die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Eine Schlussfolgerung wäre gewesen, zu sagen, wir stoppen das laufende Haushaltsverfahren und klären mal, woher denn das Geld kommen soll, das Sie für das nächste Jahr alle schon zugesagt haben. Sie haben ja gerade selbst gesagt, es reicht weit in die Zukunft, bindet letztlich nicht nur diese Regierung. Sie, nehme ich jetzt einfach mal an, wollen ja immer noch Kanzler werden. Dann trifft das ja auch Sie, dass Ihnen irgendwann mal das Geld fehlen sollte, falls Sie Kanzler würden, um Ihre Pläne umzusetzen. Ich habe das genau so in der letzten Bundestagsfraktionssitzung bei uns gestern Mittag gesagt. Wir hatten eine Sondersitzung der Bundestagsfraktion. Ich habe den Kolleginnen und Kollegen genau das gesagt. Das bindet auch uns. Das diszipliniert uns jetzt. Und jetzt müssen wir mal in Deutschland mit 1.000 Milliarden Euro Steuereinnahmen auskommen. So viel Steuereinnahmen werden wir nämlich im nächsten Jahr haben. Das heißt also, wir müssen jetzt wirklich Prioritäten setzen. Und das wäre auch unser Anspruch an die Bundesregierung. Ich habe der Bundesregierung angeboten, ihr dabei auch zu helfen, indem wir jetzt ein Haushaltsverfahren beginnen, in dem diese Verpflichtungen abgebildet werden. Sie haben ja gerade die Beiträge der Kollegen eingeblendet. Genau diese Ausgaben sind geplant, aber sie sind vom Haushalt 2024 nicht gedeckt. Die Koalition berät diesen Haushalt, als ob es die Entscheidung von gestern nicht gegeben hätte. Und daran werden wir nun sicherlich nicht mitwirken. Jetzt stehen aber ganz wichtige Investitionen auf der Kippe. Also Investitionen in die Bahn, in Solar und Wind, in Infrastruktur und Wasserstoffnetze. Vieles von dem, was ja auch Sie unterstützen und was, das ist, glaube ich, unstrittig, dieses Land tatsächlich braucht. Jetzt haben Sie gesagt, das müssen Prioritäten gesetzt werden. Was wären denn da Ihre Prioritäten? Auf was wäre denn als erstes zu verzichten? Also ich sage mal ganz konkret, die Kindergrundsicherung bringt für keine Familie und für kein Kind Verbesserungen, gibt aber 500 Millionen Euro aus für neue Bürokratie und schafft 3000 neue Stellen im öffentlichen Dienst. Das wäre mal ein klares Signal der Koalition, dass sie jetzt wirklich etwas verändern will. Aber sie tut es nicht. So, wir machen konkrete Vorschläge, sie lehnen sie alle ab. Und deswegen muss die Regierung jetzt mal diesen Weg zunächst alleine gehen. Ich sage voraus, das geht wieder in die Richtung eines verfassungswidrigen Bundeshaushaltes. Herr Merz, aber um alleine diese riesige Transformation Richtung Klimaneutralität für Deutschland, für dieses Industrieland zu schaffen, wäre so viel Geld möglich, dass um das zu finanzieren, werden dermaßen Einschnitte in das soziale Netz nötig, dass auch die CDU/CSU die nicht mittragen würde. Also, allein mit den Millionen, die Sie gerade genannt haben, wird das ja nicht gehen. Kriegen wir das Land nicht auf Vordermann gebracht. Das wird in der Tat so einfach nicht gehen. Aber wenn eine Bundesregierung den Haushaltsprozess für das Jahr 2024, in dem das Geld fehlt, jetzt ungeniert und ungehindert weiter fortsetzt, dann können Sie von uns nicht ernsthaft erwarten, dass wir jetzt auf der Grundlage dieses Haushaltes noch Sparvorschläge machen, wie man denn die zusätzlichen, ich sag mal für das Jahr 2024 geschätzten 20 Milliarden Euro finanzieren kann. Da muss die Bundesregierung jetzt sagen, wir setzen das Haushaltsverfahren neu auf und dann machen wir auch sehr konkrete Vorschläge, was man tun könnte. Was ist mit dem sogenannten Doppelwumms des Bundeskanzlers? Also den 200 Milliarden, das ist ja nochmal eine ganz andere Summe als die aktuell im Raum steht, für die Energiepreisbremsen. Auch das sei jetzt in Frage gestellt, sagt Ihr Vize Matthias Middelberg heute. Werden Sie tatsächlich auch daran sägen und die Regierung quasi auch auf dem Gebiet schachmatt setzen am Ende? Ich habe heute ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, um festzustellen, ob die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die gestern verkündet worden ist, nicht nur für den Klima- und Transformationsfonds, sondern auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds gilt. Ich rechne damit, dass ich in der nächsten Woche, Ende nächster Woche, spätestens Anfang übernächster Woche, ein erstes Ergebnis habe. Und darauf, auf dieser Grundlage werde ich dann die Entscheidung treffen, ob wir auch gegen den WSF nach Karlsruhe gehen. Aha. Und das dann eventuell auch zu kippen in Karlsruhe. Da warten Sie aber noch ab. Haben Sie noch keine endgültige Entscheidung getroffen? Die Entscheidung treffen wir, wenn es soweit ist. Ein anderer Punkt, der noch wichtig ist, 10 Milliarden für die Intel-Fabrik in Magdeburg. Wir haben es gerade kurz gehört im Beitrag. Die sind jetzt auch völlig offen, weil nicht finanziert. Hat sich Ihr CDU-Parteifreund, der lokale Ministerpräsident, denn schon bei Ihnen gemeldet und gesagt, danke für nichts?
Wir werden mit den Ministerpräsidenten der unionsgeführten Bundesländer in den nächsten Tagen darüber beraten. Es betrifft auch die Bundesländer, aber eines ist auch klar, so wie die Bundesregierung Haushaltspolitik macht, verfassungswidrig, kann es nicht weitergehen. Wir sprechen hier übrigens, Herr Sievers, auch über Schulden, die unsere Kinder und unsere Enkelkinder irgendwann mal zurückzahlen müssen. Und deswegen sprechen wir auch hier von nachhaltiger Finanzpolitik. Die der Bundesregierung ist es nicht. Sagt der Oppositionsführer Friedrich Merz. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Merz. Ich danke Ihnen. Und damit zu unserem nächsten Thema heute Abend. Die Fragen aus aller Welt werden drängender. Und sie richten sich an Israels Regierung und Militärführung. Dass ausgerechnet ein Krankenhaus im Zentrum heftiger Kämpfe in den letzten Tagen stand. Dass Israels Armee ausgerechnet ein Krankenhaus mit Soldaten stürmt, die dort von Station zu Station gehen, hat die Regierung immer damit erklärt, dass Hamas mit voller Absicht direkt unter dem Krankenhaus ihr weit verzweigtes Hauptquartier in Tunnelanlagen eingerichtet habe. Viel hängt jetzt davon ab, ob Israel dafür wirklich Beweise präsentieren kann. Wichtig zu wissen, im Shifa-Krankenhaus sind nach UNO-Angaben immer noch etwa 2300 Menschen, darunter Kranke, Verletzte und medizinisches Personal, das ausharrt und versucht, ohne ausreichend Energie, Wasser und Medikamente irgendwie weiterzumachen. Augenzeugen berichten von schrecklichen Zuständen und Toten, die nicht beerdigt werden können. Henriette de Maizière. Ein letzter gemeinsamer Augenblick der Stille. Allah ist groß, rufen sie. Im Süden des Gazastreifens trauern Palästinenser um 28 Tote. Menschen, die heute bei einem Luftangriff der israelischen Armee umgekommen sein sollen. Ob und wie viele Hamas-Kämpfer darunter sind, ungewiss. Auch heute keine Feuerpause. Israel greift weiter an. Vergangene Nacht brachten Soldaten der israelischen Armee auch den Hafen von Gazastadt unter ihre Kontrolle, wie diese Bilder des israelischen Militärs zeigen sollen. Im vermeintlich sicheren Süden von Gaza fielen heute Flugblätter vom Himmel, abgeworfen von der israelischen Armee. Sie fordert die Menschen auf, ihre Unterkünfte zu verlassen. Israel hatte die Menschen aufgefordert, nach Süden zu gehen. Das haben wir gemacht. Jetzt sagen sie, wir sollen wieder gehen. Aber wohin? Wir möchten verstehen, wo genau wir hin sollen. Es ist vorbei. Wir können nicht mehr. Der Punkt Null ist erreicht. Ich habe Angst, nicht nur um mich selbst. Ich habe Angst um meine Kinder. Zur Angst kommt Verlorenheit, kommt Hunger. Die humanitäre Lage der Menschen im Gazastreifen verschlechtert sich zusehends. Die Kinder haben Hunger und Durst. Sie leiden unter Durchfall, übergeben sich und haben Husten. Versorgung, Unterkünfte, Krankenhäuser, alles schon jetzt längst am Limit. Das gesamte medizinische Personal arbeitet unter sehr großem Druck. Wir müssen uns um die Verletzten kümmern und jetzt auch noch um die Menschen, die aus den nördlichen Regionen vertrieben wurden. Auch heute im Kibbutz Be'eri, wo die Hamas-Terroristen am 7. Oktober am schlimmsten wüteten. Der israelische Außenminister führt EU-Vertreter durch das, was Menschen einmal Heimat war. Darunter auch der Außenbeauftragte, der mahnt, Israel dürfe sich verteidigen, dürfe die palästinensische Zivilbevölkerung jedoch nicht vergessen. Ich verstehe eure Wut, aber lasst mich euch bitten, euch nicht von der Wut aufzehren zu lassen. Sich von der Wut nicht aufzehren lassen. Heute Abend wurde bekannt, dass die 65-jährige Judith Weiss aus dem Kibbutz Be'eri tot ist. Sie war eine der verschleppten Geiseln. Ihre Leiche wurde nahe des Krankenhaus Al-Shifa in Gazastadt von israelischen Soldaten gefunden. Und weitere Nachrichten jetzt im Überblick. Und den hast du, Gundula. Nach einer schwierigen Phase wollen die USA und China ihre Beziehungen wieder verbessern und dafür enger zusammenarbeiten. Bei ihrem ersten persönlichen Treffen seit einem Jahr demonstrierten die Präsidenten Biden und Xi Einigkeit. Als Durchbruch wird gewertet, dass sie vereinbarten, direkte militärische Kontakte wieder einzurichten. Größter Streitpunkt bleibt allerdings der Status von Taiwan, auf das China Ansprüche erhebt. Biden warnte Peking vor militärischen Aktivitäten.
Der neue britische Außenminister Cameron hat bei seiner ersten Auslandsreise der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. In Kiew sagte er Präsident Zelensky diplomatische, humanitäre und vor allem militärische Hilfen zu, so lange wie nötig. Zelensky zeigte sich dankbar für diese Geste während des Krieges im Nahen Osten, der die Aufmerksamkeit von dem russischen Krieg gegen die Ukraine ablenke. Die russischen Angriffe dort dauern an und verursachen weiter große Schäden. Pedro Sanchez bleibt Ministerpräsident Spaniens und kann seine linke Regierung fortsetzen. Das Parlament hat den 51-jährigen Sozialisten im Amt bestätigt. Seine Wiederwahl war umstritten, denn für die notwendigen Stimmen hatte Sanchez katalanischen Parteien Zugeständnisse machen müssen, darunter eine Amnestie für katalanische Unabhängigkeitsbefürworter. Gegen diese Straffreiheit protestierten auch heute wieder tausende Spanier. Mit einer Großrazzia in 7 Bundesländern sind die Sicherheitsbehörden gegen das Islamische Zentrum Hamburg vorgegangen. Innenministerin Faeser erklärte, der Verein stehe im Verdacht, sich gegen die verfassungsgemäße Ordnung zu richten. Außerdem soll er Aktivitäten der pro-iranischen Hisbollah aus dem Libanon unterstützen. Der Verfassungsschutz stuft die Vereinigung als islamistisch ein. Zu ihr gehört auch die Blaue Moschee in Hamburg. Landwirte in der EU dürfen den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat für 10 weitere Jahre einsetzen. Die Entscheidung traf die EU-Kommission unmittelbar, nachdem sich Vertreter der EU-Staaten in einem Berufungsausschuss zum Thema nicht hatten einigen können. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Und es gibt Bedenken bezüglich der Gefahren für die Umwelt. Auch deshalb hat die Kommission neue Bedingungen und Einschränkungen für die Verwendung des Mittels beschlossen. Seit 4 Stunden ist der Bahnstreik offiziell vorbei. Morgen soll der Betrieb wieder normal laufen, was die Bahn halt unter normal versteht. Weitere Streiks schließt Klaus Wieselski, der Chef der Lokführergewerkschaft, allerdings nicht aus. Wenn man sich die Positionen im Tarifstreit so anguckt, dann kann man auch sagen, sie sind wohl wahrscheinlich. Die Kommentare der Reisenden heute jedenfalls unterschiedlich. Die einen unterstützen die Forderungen nach mehr Lohn und weniger Arbeitszeit im Schichtbetrieb. Die anderen sind genervt und haben dafür wenig Verständnis. Und dann gibt's noch die Spaßvögel, die meinen, Streik und Normalbetrieb seien bei der Deutschen Bahn ohnehin nicht zu unterscheiden. Svenja Domeyer berichtet. Julian Raab ist Lokführer und liebt seinen Job. Trotz Schichtdienst, regelmäßiger Überstunden und nicht gerade üppiger Bezahlung. Zwischen 2.700 und 3.800 Euro brutto liegt das Gehalt eines Lokführers. Zum Job gehört auch immer wieder Patzer und Pannen der Bahn zu erklären. Es ist natürlich nicht nur Knöpfchen drücken, das muss man ganz klar sagen. Wir haben mit vielen Störungen zu tun. Man kommt auch manchmal an so einen Punkt, das System wird immer komplexer. Und es fällt mir schon manchmal schwer, herunterzubrechen für die Fahrgäste. Woran liegt es jetzt eigentlich? Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen legt heute die Gewerkschaft GDL den Bahnverkehr lahm. Konkret fordert sie bei 12 Monaten Laufzeit mindestens 555 Euro mehr im Monat sowie eine Erhöhung der Zulagen für Schichtarbeit um 25% plus steuerfreie Inflationszahlung von 3.000 Euro. Das Wichtigste aber, 35 statt 38 Stunden wöchentliche Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Seit 10 Jahren wird diskutiert, dass wir zu wenig Lokführer haben. Jetzt haben wir zu wenig Zugbegleiter, jetzt haben wir keine Fahrdienstleiter mehr. Jetzt sind die Mitarbeiter in der Werkstatt knapp. Wir nehmen also wahr, dass die Menschen die Berufe nicht mehr als attraktiv genug empfinden. Jetzt kommt's. Seit Jahrzehnten haben die Arbeitgeber keine Idee. Und die GDL entwickelt eine und sagt, wir müssen die Arbeitszeit einkürzen und dadurch das Leben attraktiver machen. Mit weniger Wochenstunden mehr Personal gewinnen, daran glaubt man bei der Bahn nicht. Im Fall einer Verkürzung der Arbeitszeit müsse das Unternehmen 10.000 Stellen neu besetzen, so eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Bei der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt eine Unmöglichkeit, sagt die Bahn. Wenn wir diese Forderung erfüllen würden, würden nicht nur die Personalkosten exorbitant steigen, sondern auch der Personalbedarf um 10%. Das ist einfach nicht realistisch. In der ersten Verhandlungsrunde bietet die Deutsche Bahn 11% mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten.
Über die Arbeitszeit will sie nicht verhandeln. Dabei taucht die Forderung auch in anderen Branchen auf. So kämpft die IG Metall gerade für weniger Wochenstunden und die 4-Tage-Woche. Die Verhandlungen dazu laufen noch. Will die Bahn Mitarbeiter gewinnen, müsse man sich bewegen, sagen auch Experten. Zurzeit sind die Arbeitsbedingungen extrem familienunfreundlich. Es gibt ganz wenig Frauen in dem Beruf. Und wenn man da das Defizit an Personal beheben will, dann muss man sich was einfallen lassen. Und dazu gehört auch verringerte Arbeitszeit. Die Suche nach dem richtigen Weg, sich für die Zukunft aufzustellen, hat bei der Bahn gerade erst an Fahrt aufgenommen. Ob man sich nächste Woche wieder an den Verhandlungstisch setzt, ließen heute beide Seiten offen. So, jetzt sowas wie eine Dauernachricht diese Woche. Siemens nämlich beschäftigt uns auch heute, Gundula. An der Börse waren die Aktien von Siemens heute das Zugpferd. Denn der Industrie- und Technikkonzern legte positive Geschäftszahlen vor. Einen Rekordgewinn von 8,5 Milliarden Euro, das beste Ergebnis in der Siemens-Geschichte. Die Konzernspitze bekannte sich zudem zum Standort Deutschland und verwies auf Investitionen in hiesige Werke von über 1 Milliarde Euro. Trotz schwieriger Bedingungen plant ein weiteres Unternehmen eine Milliardeninvestition in Deutschland. Der US-Pharma-Riese Eli Lilly wird im rheinland-pfälzischen Alzey eine Fabrik bauen ohne Subventionen des Bundes. Frank Bethmann, warum baut das US-Unternehmen seine Geschäfte gerade in Deutschland aus? Na, Eli Lilly hat einen Blockbuster in der Hinterhand, ein Präparat, welches vermutlich bald schon die Zulassung auch in Europa erhalten wird. Wir reden hier von einem Medikament gegen krankhaftes Übergewicht, in den USA bereits erfolgreich am Markt. Und jetzt, so heißt es aus Insiderkreisen, sollen eben dafür auch in Europa die Produktionskapazitäten hochgefahren werden. Eli Lilly zählt nach zahlreichen Forschungserfolgen mittlerweile zu den wertvollsten Pharmaunternehmen der Welt mit einem Börsenwert von rund 580 Milliarden Dollar und hat bereits seit den 60er Jahren einen Firmensitz in Deutschland im hessischen Bad Homburg. Und was genau plant Lilly in Alzey? Ja, zu den konkreten Plänen für das neue Werk wollte sich das Unternehmen heute noch nicht äußern. Nur so viel, es soll sich dabei um eine der größten Investitionen von Eli Lilly weltweit handeln. Viele qualifizierte Fachkräfte würden benötigt. Morgen wird es eine Pressekonferenz geben. Gesundheitsminister Lauterbach und Wirtschaftsminister Habeck wollen sich von Berlin aus ebenfalls äußern. Die Bundesregierung will seit längerem den Pharma-Standort stärken. Die Botschaft morgen dürfte daher lauten, seht her, so unattraktiv, wie manche denken, ist Deutschland gar nicht. Vielen Dank für die Einschätzung, Frank Bethmann. Eine Meldung vom Tennis. Alexander Zverev hat sein letztes Vorrundenspiel bei den ATP Finals in Turin verloren gegen den Russen Medvedev. Dessen Sieg morgen gegen Carlos Alcaraz sowie einen eigenen Sieg im nächsten Spiel gegen den Russen Rublev braucht Zverev nun für den Einzug ins Halbfinale. Der renommierte Hans-Joachim Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus ist am Abend dem ZDF-Kollegen Elmar Thewesen verliehen worden. Der Leiter des Studios Washington berichtet über die wohl wichtigste Ordnungsmacht der Welt mit, wie die Jury sagt, souveräner Sachkenntnis und scharfem Blick für die großen Zusammenhänge. Thewesen teilt sich den Preis mit der Journalistin Ina Ruck, die das ARD-Studio in Moskau leitet. Drei ukrainische Journalistinnen wurden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet für ihre Arbeit in extrem gefährlichem Umfeld. Ja, herzlichen Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen. Wenn es so etwas gibt wie eine deutsche Seele, dann hätte sie wahrscheinlich einen Lieblingsmaler, einen, der ihr aus dem Herzen spricht. Von Weite und Wald und Wanderern und Sehnsucht. Caspar David Friedrich. Erst im September kommenden Jahres jährt sich sein Geburtstag zum 250. Mal. Aber das Land kann es kaum erwarten, den Meister zu feiern. Ausstellungen, Bildbände, Biografien. In Berlin traf Christoph Leppler einen, der dem großen Leinwandromantiker schriftstellerisch sehr nahe kam. Mehr Romantik geht nicht. Der Wanderer über dem Nebelmeer. Caspar David Friedrich, ein pommerscher Sonderling, zu Lebzeiten verarmt und vergessen, jetzt geehrt und gefeiert. In der Berliner Alten Nationalgalerie hängt eines seiner kühnsten Bilder, der Mönch am Meer. Für Bestsellerautor Florian Illies, der Urknall der Romantik.
heute, im Jahr 2023, stehen die Menschen ergriffen vor diesem Bild, weil man das Gefühl hat, hier wird etwas ausgedrückt, was auch unserer Sinnsuche, was unserer Sehnsucht nach Geborgenheit, was unserer tiefen Sehnsucht nach Trost entspricht. Der einsame Mönch von 1810, Caspar David Friedrich, quält sich damit, übermalt es vielfach. Das Bild wird immer dunkler. In dieser Zeit hatte der gebürtige Greifswalder Schwester und Vater verloren. Friedrich ist kein Maler für den Kopf, Friedrich ist ein Maler fürs Herz. Und als er dieses Bild ausstellt, 1810, da schlägt Goethe entsetzt die Hände überm Kopf zusammen. Es ist ihm viel zu depressiv, viel zu schwermütig. In seinem Buch Zauber der Stille würdigt Ilies den sturen Einzelgänger als Superstar der Romantik. Friedrich sei weder Nationalheiliger noch heile Weltmaler, vielmehr ein Pionier des Naturschutzes. Der Kreidefelsen auf Rügen oder auf dem Siegler. Weltberühmte Motive. Friedrich malt sie 1818 nach seiner Hochzeitsreise mit Caroline Bommer. Die erste Frau, die der menschenscheue Kautz küsst mit 44 Jahren. Friedrich hat ein Problem. Er kann Landschaft zeichnen, aber keine Menschen. Er hatte große Probleme mit dem Porträt, mit der Physiognomie. Und er hat sich dann irgendwann darauf verlegt, die Figuren von hinten zu zeichnen. Und dann hat er die Rückenfigur erfunden, die etwas Wunderbares leistet. Weil hier steht diese Frau uns im Weg eigentlich. Aber sie bringt uns dazu, ins Bild einzutreten und mit ihren Augen rauszugucken. 40 Jahre arbeitet Friedrich in Dresden, erfolglos, von Ruhm keine Spur. Meine Bilder sind leider in Verschiss geraten, notiert er. Das Schöne an ihm ist, dass dieses Künstlerleben, was so ein schweres war, ein mühsames, dass das Bilder hervorgebracht hat von solcher Schönheit, von solcher Zeitlosigkeit, die uns heute noch berühren. Das ist das Wunder der Kunst. Nach einem Schlaganfall malt er ein letztes düsteres Bild. Meeresufer bei Mondschein. Nach seinem Tod 1840 wird er vergessen. Erst im 20. Jahrhundert wird er wiederentdeckt. Der Maler, der Natur ein- und Kunst ausgeatmet hat. Wir können uns freuen auf 250 Jahre Caspar David Friedrich. So, von der Romantik jetzt zurück in die harte Wirklichkeit. Jetzt Maybrit Illner und ihre Gäste. Sie diskutieren Krieg in Nahost, immer mehr Judenhass in Deutschland? Fragezeichen. Und um 0.35 Uhr ist hier wieder Zeit für unser Heute-Journal-Update mit Nazan Göktemir. Von uns allen hier danke fürs Interesse. Bis morgen und Ihnen einen angenehmen Abend. Tschüss. Guten Abend. Es ist viel los am Himmel über Europa. Da gibt es sehr große Tiefs und eher kleine Tiefs. Tiefs, die ganz langsam ziehen und welche, die ganz schnell unterwegs sind. Wie dieses Tief Linus, das bis morgen Abend schon Richtung Südosteuropa weghuscht. Es bringt aber Regen mit, Schnee und vor allen Dingen viel Wind. Es geht heute Nacht los und vor allen Dingen über den Alpengipfeln pfeift's. Da können zum Teil Orkanböen dabei sein mit mehr als 117 Kilometer pro Stunde. Schon mittags aber lässt der Wind mehr und mehr nach. Und es gibt viel Regen. Es können bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter hier im Südwesten fallen und im Schwarzwald in einigen Staulagen sogar bis zu 90 Liter pro Quadratmeter. Oberhalb von etwa 600, 700 Metern fällt auch Schnee. Die Nacht ist sonst zum Teil auch klar, dann bildet sich etwas Nebel und es wird kalt zwischen Schleswig-Holstein und dem Vogtland. Da sinken die Temperaturen in Richtung Gefrierpunkt oder knapp darunter. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 3 und 9 Grad. Vor allen Dingen am Vormittag kann es hier im Süden noch weiter regnen und auch schneien. Ganz freundlich wird es dagegen zwischen dem Main und der Nordseeküste. Von Westen drückt schon wieder der nächste Regen herein. Der Samstag wird dank eines kleinen Zwischenhochs deutlich freundlicher. Am Sonntag dann aber wird es von Westen schon wieder regnerischer und relativ mild. Und wenn Sie sich jetzt freuen, wann dann vielleicht endlich mal eine kleine Einwinterung kommt, also auf die müssen wir noch länger warten, wie Sie hier am Beispiel von Usedom sehen können. Die Temperaturen gehen auf und ab und es bleibt eher regnerisch. Guten Abend.